Hallihallo miteinander. In Ermangelung dessen, dass ich gerade nicht basteln kann, habe ich mir übers Internet gekauft, zeige ich euch jetzt einfach mal, was ich so in den letzten Wochen gemacht habe. Dachte ich, ohne Video ist auch langweilig. Also machen wir doch einfach mal, lassen wir mal Revue passieren, was ich gemacht habe. Entschuldigung. Diese Karte hier habe ich mit der Stencil-Schablone von Action gemacht. Die habe ich für meinen Mann gemacht zum Geburtstag. Deswegen mache ich sie jetzt nicht auf. Das hier unten habe ich embossed. Und das Set ist von Kreativdepot. Und das hier oben habe ich, wie gesagt, mit der Schablone gemacht. Und habe so ein... Ich weiß nicht, wie das Medium jetzt heißt. Aber ihr wisst es, was ich meine. Ne? Das ist jetzt hier so ein bisschen... Aha, man könnte ja bestimmt sehen. So, oh, jetzt zeige ich doch ein bisschen. Die habe ich, wie gesagt, für meinen Mann gemacht. Dann habe ich diese Karte gemacht. Und dann kann man die hier so aufklappen und kann hier Tags reinstecken, die ich jetzt gerade nicht habe. Gehen hier überall rein. Und auf der Rückseite sieht sie so aus. Und die mache ich jetzt mal nicht richtig zu. Packe hier so rüber. Dann habe ich diese Karte gemacht. Das habe ich embossed. Mehrfach. Deswegen glänzt die. Könnt ihr das sehen? Ja, könnt ihr, ne? Ja. Und das habe ich hier geprägt und einfach mal einfach und klar. Die habe ich mit dem Medium gemacht, was ich bei Michaela gewonnen habe, was ich natürlich jetzt hier hätte ich mal hinlegen können. Das ist auch eine ein Stencil. Und dann habe ich den Spruch embossed und habe den ausgeschnitten und habe ihn erhöht aufgeklebt. Auch eine einfache Karte. Dann hier eine meiner Halloween-Karten mit meinem beliebten Stencil mit diesem Herz. Kleinen Moment, ich muss meine Nase schnauben. So, Entschuldigung. Ja, das Set ist übrigens von Coco Rosa Studio. Finde ich echt schön. Dann habe ich hier noch meine Karte mit dem Mond. Und hier habe ich das Standset zweimal ausgestanzt, den Spruch To the Moon and Back. Einmal in Schwarz und einmal in Gold. Und habe den so übereinander geklebt und absichtlich, dass er so einen kleinen Schlagschatten hat. Den Hintergrund habe ich mit Distressoxiden gemacht. Wenn ihr durch meine ganzen Videos klickt, findet ihr das auch, wie ich die Karten gemacht habe, falls es euch interessiert. Hier sind zwei der Lesezeichen, die ich gemacht habe. Hier habe ich die Qualle embossed in Silber. Und das Papier habe ich auch mit euch zusammen gemacht in einem Video. Habe ich mit den Distressoxiden gemacht und gesprüht und gesprenkelt. Und ja, das sind die zwei davon. Dann habe ich hier eine lange Karte gemacht. Das ist in meinem ersten Video, was gezeigt wird. Davon habe ich zwei Karten gemacht. Ich finde immer noch ganz grandios. Und dieses hier ist übrigens auch von Coco Rosa. Die Häuser fand ich voll genial. Und dann habe ich ja, wie man hier sehen kann, so ein bisschen, soll jedenfalls Nebel angedeutet sein. Ja, eine von den großen Karten. Hier ist nochmal eine Halloween-Karte. Ich finde ja diesen Geist hier drauf sehr störend. Also der gefällt mir gar nicht. Habe ich auch mit euch zusammen gemacht, die Karte. Und aber ich finde den Geist störend. Hier habe ich einen Stempelset benutzt und dann habe ich mit den Brushes das drauf gemacht. Nee, das sind gar nicht die Brushes, sondern das sind die von Nuvo. Moment, ich zeige es euch mal. Diese hier. Nuvo Shimmer Powder.
Und dann fand ich, dass das eine schöne Explosion des Herbstes ist. Den Herbst habe ich embossed. Könnt ihr das sehen? Es ist sehr sonnig und Schnee bei uns. Dann sind hier noch ein paar Sachen, die ich nicht fertig gemacht habe, da ich aber getestet habe. Und hier habe ich das Stempelset, was ich bei Craftelier gekauft habe, einfach klar embossed, ohne irgendwas. Und hier habe ich mit euch gezeigt, was man machen kann mit den Sticky Powder. Also dann habe ich einmal das nur klar embossed in den Schmetterling. Hier ist die Folie drauf von Action, diese Flitterdinger. Und das ist eine Folie hier. Also, damit man mal sieht, was man damit alles machen kann. Hier ist nochmal der Stempel drauf, den ich von Craftelier gekauft habe. Den finde ich ja super schön. Den habe ich ganz leicht nur gestempelt und ein ganz bisschen embossed auf Papier von Action. Und das habe ich hier, das ist Transparentpapier. Ja, auch eine einfache Karte. Dann habe ich diesen hier, also von dem hier, habe ich eine Standschablone, also eine Standschablone, die schon fertig ist. Und das fand ich aber sehr klein und deswegen habe ich dann mir das nochmal selber die Maße irgendwie ausgedacht und ausgerechnet und habe das dann nochmal größer gemacht. Und da passen dann halt auch die Text rein. Das Papier ist von Action. Dieses schöne Kranichpapier. Wie gesagt, das habe ich eine Standschablone und das fand ich aber zu klein und deswegen habe ich mir das nochmal in groß zusammengefriemelt. Dann habe ich hier Seifenblasen probiert und guckt nicht, wie es koloriert ist. Es ist nicht meine Welt, ich kann nicht gut kolorieren. Der Stempel ist von Action. Ja, finde ich eine schöne, einfache Karte. Bei dieser Karte hier, das war eine sehr aufwendige Karte. Viele kleine Stempel und dann, das ist ein Stencil, der ist von Action, glaube ich. Und dann habe ich dieses extrem hier. Ist es, Moment. Oh, habe ich dieses Embossing-Pulver. Das wird wie Emaille. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt, ob es hier zu sonnig gerade ist. Also es ist sehr, sehr dick. Es ist nicht wie normales Embossing-Pulver, sondern dick. Und es war eine sehr aufwendige Karte, finde ich aber gut. Gefällt mir. Das packe ich mal hier ein Stück zur Seite. Packe hier rüber. So. Dann hier nochmal die Karte, die habe ich, weiß gar nicht, habe ich dann, habe ich mit euch zusammen gemacht, ne? Das hier habe ich mit einem Stempelblock gemacht. Da habe ich einfach Farbe drauf gemacht. Zwei verschiedene. Und habe das besprüht mit Wasser und habe es dann drauf gedrückt aufs Papier. Und das Stempelset ist das, was es, glaube ich, bei Teddy gibt. Dann habe ich hier die Flügel nochmal hier so ein Wing of Stella drauf gemacht, ein bisschen mit Neonfarben dazwischen. Und dann habe ich mit Nouveau Crystal Glaze, das ist hier, das drauf gemacht und dann wird es so glänzend. Das finde ich gerade bei so einen Karten immer besonders schön. Hier habe ich nochmal ein Stempelset einfach nur klar embossed. Also das finde ich immer, macht einen echt tollen Effekt. Und das ist jetzt eine Karte, eine Trauerkarte. Dann habe ich hier die Hintergründe, habe ich ja mit dem Spray, was ich von Craftelier gekauft habe, habe ich mal getestet. Den Hintergrund habe ich mit euch gemacht und dann habe ich mein Stempelset drauf gemacht. Entschuldigt, dass ich mich ständig räusper und husten muss. Das liegt daran, dass ich eine Verätzung der Speiseröhre durch Reflux habe. Unter anderem auch, weil ich Schmerzmittel nehmen muss. Und ja, egal. Deswegen räusper ich mich immer und huste. Ja, das habe ich dann mal getestet. Das ist hier aus dem Set von Action, dem Movie Set. Da habe ich die Schrift erhöht aufgetragen und das Popcorn-Teil auch. Dann habe ich das hier so rausgeschnitten und dann ist es hier so
offen. Hier kann man dann was reinschreiben. Und dann kann man das so ein bisschen so machen und dann klickt es so ein bisschen und dann ist die fest zu. Die Karte habe ich vor nicht allzu langer Zeit jetzt gemacht, gerade vorgestern, glaube ich. Und habe das Vellum habe ich den drauf gestempelt und habe das embossed. Und das hier habe ich mit Nouveau, mit dem, nee, das habe ich mit Brushholz gemacht, die Hintergründe. Also das könntet ihr auch bei mir finden in den Videos. Hier ist nochmal eine Karte mit dem Standset von Craftelier und meinen geliebten Mond. Ich liebe ihn, ja. Am liebsten würde ich ständig damit Karten machen, aber ich will euch ja auch nicht langweilen. Das ist auch ein Standset von Coco Rosa. Hier habe ich einfach auf Stempelblöcke Farbe drauf gemacht und habe es dann hier so rüber geschmiert. Und dann ein paar Punkte drauf. Könnt ihr auch finden. Ist auch in meinen Videos. Hier ist nochmal eine Karte von den Standset von Coco Rosa. Da habe ich den Hintergrund, den Baum habe ich auch embossed und dann Farbe drüber. Wobei ich ja finde, dass das Blatt, das grüne Blatt, eine andere Farbe haben müsste. Das gefällt mir gar nicht im Nachhinein. Hier habe ich eine ganz einfache Karte. Das ist der Stempel von Action. Da habe ich die Ränder so angekrunschelt hier mit so einem Teil, damit die so ein bisschen antik aussehen. Dann die Karte, die ich von gerade frisch gemacht habe hier. Das Standset ist von Panda Hall. Und dann habe ich den hier in Grau. Den Löffel, der ist eigentlich grau. Dann habe ich hier diesen Stift von Action. Das ist wie Wing of Stella, so in Grau, Glitzer. Und zum Schluss habe ich auch wieder Crystal Glazed drauf gemacht, auch hier drauf und auf die Flügel. Dann habe ich hier eine Karte, die ich mit dem wunderbaren Stempel, Moment, wo ist er? Den habe ich über Amazon gekauft, den habe ich auch schon oft verlinkt, hier ist er. Findet ihn ja so toll. Echt ein schöner Stempel, so rum ist er. Und dann habe ich von Craftelier diese Blumen, das sind Rub-Ons, aufgemacht. Und hier diese kleinen glitzernden Punkte habe ich mit dem Klebestift Quickie Glue, der hier in mein unsichtbar sich versteckt. Ja, der ist doch hier irgendwo drin. Ach, da ist er ja. Hier habe ich kleine Punkte gemacht und habe dann die Folie von Action drauf gemacht. Hier habe ich nochmal eine Karte. Das ist hier das Blau. Ist von den Farben, die ich von Craftelier habe. Das Dreier-Set von Tim Holz. Und dann habe ich das hier so ein bisschen erhöht aufgeklebt. Einfache Karte. Hier ist nochmal der Stempel, den ich euch gerade gezeigt habe. Der Hintergrund, das ist das Grün von diesen Farben, die es im Dreier-Set von Tim Holz gibt. Das ist das Winter-Set. Ich finde die ja so, also die Farben, da ist auch das Rot noch. Also grandios. Die Standschablone ist übrigens auch von, die ist auch von Tim Holz. Dann habe ich hier zwei relativ gleiche Karten gemacht. Trotzdem ein bisschen anders, aber das Stempelset ist von Scrapbooking Forever. Die Flügel sind von Tim Holz. Das Papier ist von Action. Hier habe ich nochmal ein anderes nochmal drunter gesetzt und hier nur einmal gemattet. Muss ich mal auch hier rüber hier hochpacken. Dann ist hier nochmal eine Karte von die Standschablone ist von Coco Rosa Studio. Findet ihr alles in meinen ganzen Videos. Und den Hintergrund habe ich die Farbe hier einfach auf mein Papier gemacht und habe gedreht und das da reingewischt. Hier sind zwei Karten mit
Papier, was ich mit euch auch zusammen gemacht habe. Da habe ich den Stempel. Der ist von Panda Wall. Habe ich embossed. In hier durchsichtig, hier mit diesen. Und dann habe ich die extra kleiner ausgeschnitten und habe sie in zwei verschiedenen Varianten gemacht. Dann habe ich das Papier, was ich hier benutzt habe, ist eigentlich nur in meinem Live, habe ich das als Schmierpapier, weil ich euch was zeigen wollte, wie bestimmte Sachen gehen. Und dann habe ich mir gedacht, das ist zu schade, um das ist sehr sonnig bei uns, ne? Zu schade, um das jetzt wegzuwerfen. Also habe ich eine Karte draus gemacht. Hier ist nochmal das Rot aus diesem Sprayset. Jetzt kalt ist durch die Sonne gar nicht so richtig, obwohl es sieht man wahrscheinlich besonders schön, ich weiß es nicht. Also ganz grandioses Rot von Tim Holz. Hat so Goldpartikel mit drin. Also durch die Sonne kann ich das, na, könnt ihr vielleicht so ein bisschen sehen. Also echt ein tolles Rot. Das Standset ist von Panda Hall. Panda Hall? Coco Rosa? Ich glaube Panda Hall. Dann habe ich hier, die Karte habe ich mit euch noch zusammen gemacht. Dann habe ich noch nachträglich die Frau drauf gestempelt. Das ist auch so eine Sprühkarte, die ich dann hinterher zu einer richtigen Karte gemacht habe. Dann habe ich hier eine Spinner-Card zusammen mit der Gruppe von Facebook. Haben wir alle eine Spinner-Card gemacht. Und ich finde es ganz süß, dass sich viele da ein Beispiel genommen haben, wie ich das gemacht habe, dass ich das, was ich hier ausgestanzt habe, dann in die Mitte reingeklebt haben. Ich habe das ja. Das Papier ist übrigens von Action. Dann habe ich hier noch aus meiner Kooperation mit Coco Rosa Studio diese Karte gemacht. Das Standset ist echt schön, finde ich. Und dann habe ich hier in die Mitte, das ist nochmal ein Rub-On, der Vogel, und ja, finde ich sehr schön. Dann habe ich hier gar kein, ich finde die ja ganz, ganz putzig, aber irgendwie kam die gar nicht gut an. Ich weiß gar nicht, habe ich kein Video mitgemacht mit dieser Karte. Ich finde ja dieses Huhn so putzig. Also ich habe das extra so ein bisschen in rosa gehalten und ja. Das Set habe ich gebraucht gekauft. Dann habe ich hier eine Karte gemacht, die ich übrigens nicht im Video gemacht habe und die ich auch nicht gelungen finde. Da hatte ich dann so eine Idee, so mit Vellum hier hinter. Und ich finde aber, dass der grüne Schmetterling und das Blau nicht passen. Deswegen liegt die Karte hier auch noch ungenutzt. Hier die Karte, das habe ich ja mit euch auch gemacht. Das ist der Stempel von Action. Und da habe ich dann auch mit diesem Quickie Glue die Punkte nochmal gemacht und eine pinkfarbene Folie von Action drauf gemacht. Und hier den Eckenabrunder habe ich mir gekauft. Moment, ich zeige ihn euch. Ich finde ihn ja ganz toll. Den habe ich wo ist er denn? Das ist er nämlich nicht. In welcher Schublade habe ich den jetzt hingetan? Moment. Oh, die andere Schublade, hier sind sie. Ich habe zwei verschiedene. Einmal hier die kleinen zum Ecken abrunden. Was ihr jetzt nicht sehen könnt. Der hat es so. Und hier mit dem habe ich diese Ecken gemacht. Mit dem hier. Finde ich super. Und sehr geht sogar für mich mit meinem kaputten Daumen. Also die sind echt toll, die Teile. So, das sind hier meine Eyelids. Beziehungsweise, naja, ihr wisst von meiner Drop a Deal. So, dann habe ich mit euch zusammen auch den Hintergrund gemacht hier. Das habe ich wieder klar embossed. Und habe vorher die Farbe, aber das sind zwei verschiedene Farben, die ich einfach aufgewischt habe. Das Stempelset, das Standset ist von Action. Und das Papier ist auch von Action. Und jetzt ist die Sonne echt dolle. Dann ist das hier auch wieder eine Karte, die ich gemacht habe. Eigentlich wollte ich nur zeigen, wie man farbig stempelt. Also mehrfarbig stempelt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das wäre jetzt echt schade, wenn ich da jetzt nicht noch eine Karte drum mache. Und dann habe ich hier so ein bisschen drauf gesprüht. Und hier, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Doch, jetzt kann man es sehen. Ne? Da habe ich mit der Herzstandschablone
noch ein bisschen mit so einer Paste draufgeschmiert, die ist durchsichtig. Und dann hat die sich mit den Farben darunter verbunden. Finde ich ja irgendwie einen ganz witzigen Effekt. So. Hier ist wieder eine Karte, die ich nur klar embossed habe. Das finde ich immer irgendwie einen schönen Effekt. So, jetzt könnt ihr das sehen, ne? Ja, ich muss jetzt langsam die Sonne. Das jetzt. Hier habe ich noch eine Karte gemacht. Da habe ich den Stempelspruch. Der ist, glaube ich, von. Entweder ist er von Viva Decor oder von Kreativdepot. Ich weiß es jetzt nicht. Eins von beiden. Den habe ich klar embossed und habe dann hinterher mit meinen Pinseln hier, mit den Dingern, die Farbe aufgemacht. Hier habe ich auch da einfach den Hintergrund gemacht mit meinen Distressoxiden und habe dann mit den Crystal, nein, wie heißen die denn? Moment, muss ich kurz aufstehen, damit ich sie mir zeigen kann. Das sind hier diese. Nie denn? Embossing Glaze, ich doof. Ja, davon habe ich verschiedene Farben. Habe ich den Stempel jeweils in einer anderen Farbe hier mit klaren Embossing Stempelkissen und habe es dann mit Crystal Glaze drauf gemacht. Finde ich auch einen schönen Effekt. Dann hier wieder mein Stempelset. Schmutzig die Karte. Katze. Katzenspuren. Habe ich. Das Stempelset ist von Craftelier und die Standschablone ist von Action. Dann habe ich hier mal eine Tasche gemacht. Habe ich noch nichts drauf, wie man sehen kann. Hier ist nochmal ein Tag. Auch mit dem Stempelset, was ich euch gerade gezeigt habe. Dann sind hier meine beiden Karten, die ich auch mit euch vor nicht langer Zeit gemacht habe. Hier so. Die gibt es auch in einem Video von. So aufklappen. Da habe ich die Karte habe ich selber gemacht und habe dann die Maße auch in die Infobox geschrieben. Habe ich einfach so gemacht, wie mir gerade die Nase stand. Hier ist noch mal eine und die habe ich gemacht mit den Stempeln von Panda Hall. Fand ich so eine Halloween. Ja, vor Halloween ist nach Halloween. So sieht sie auf der Rückseite aus. Und dann habe ich hier noch. Das ist auch mit dem Sticky Powder klar embossed. Und das ist die Folie von Action, die Regenbogenfolie. Kann man ganz leicht einfache Effekte machen. Hier habe ich nochmal mit dem Distress Embossing Glaze einfach drüber gegangen. Könnt ihr gar nicht so richtig sehen, ne? Also das jetzt glänzt hier doch so, kann ich es euch zeigen. Jetzt glänzt die ganze Karte. Und hier habe ich, es gibt ja dieses Stanzenset von Action. Und das habe ich einfach als Embossing Folder, Quatsch, als Stencil benutzt und habe hier, ist noch nicht fertig, habe hier mal einfach ein bisschen rumgerüttelt. Und hier, das ist auch noch von Panda Hall. Dann habe ich mein geliebten Mond wieder eingesetzt, aber ich habe noch keine Karte draus gemacht. So, wie gesagt, in Ermangelung dessen, dass ich gerade nicht basteln kann, nach hier habe ich noch ein Stanzset. Da hat man so eine kleine Tasche. Ich weiß gar nicht, was man damit macht, aber ich muss es unbedingt haben. Und jetzt weiß ich gar nicht, was ich damit mache. Ja, habe ich mal getestet. Finde ich ja irgendwie ganz witzig. So, da ich nicht basteln kann, dachte ich, ich mache einen Rundgang über meine letzten Karten. Ich wünsche euch was. Tschüss. Jetzt muss ich nur noch ausmachen.